Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zum Wohl. Nachdem wir beim letzten Mal und eigentlich schon ein halbes Jahr lang sehr theoretisch in der Geschichtsphilosophie unterwegs waren, wollen wir jetzt wieder etwas leichter werden. Und zwar, indem ich über klassische Herrengarderobe rede. Aber ganz anders als bisher, sowohl auf meinem Blog als auch hier in diesen Vorträgen. Denn ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass Sie bereits Anzug tragen und dann ging es um Feinheiten. Davon kann man aber selbstverständlich gar nicht ausgehen. Sonst wären die Straßen ja voll von Anzugträgern. Der Zweck dieser Reihe also, angestoßen von einem Zuschauer, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Das Ziel dieser Reihe ist also, Sie an die klassische Herrengarderobe heranzuführen und Ihnen die Stufen auch zu zeigen, auf denen Sie sich derselben nähern können. Es geht mir aber nicht darum, Ihre Garderobe einfach zu heben. Und es geht überhaupt nicht um gehobene Garderobe. Denn das ist eine völlige Misskonzeption, ein völliges Fehlverständnis des Anzugs, das heute natürlich vorherrscht, weil der Anzug sozusagen etwas Elitäres ist. Sie kennen nämlich heute nur den Bankeranzug, der sich gewissermaßen vom Pöbel absetzen will, und dann den Dandy-Anzug, der in dieselbe Kategorie gehört. Dass der Anzug aber etwas Selbstverständliches ist, dass man im Grunde gar nichts anderes tragen kann, so wie es in den 20er bis 50er Jahren noch der Fall war, also der letzten Zeit, in der Anzugtragen selbstverständlich war, das müssen wir eigentlich erst wiedergewinnen. Und das können Sie aus der heutigen Perspektive einfach nicht inkorporiert haben. Das muss Ihnen fremd sein. Es wurde ja im Anzug selbst gewandert und Sport getrieben. Und das erscheint ja heute völlig absurd. Und ich will Ihnen zeigen, dass es eben nicht absurd ist. Zumindest nicht absurd für den Kulturmenschen, für den selbstverständlich ist, dass er sich auch entsprechend seiner Kultur kleidet. Und das war eben zuletzt der Fall in den 20er bis 50er Jahren, natürlich auch vor dem Ersten Weltkrieg, aber da ist der Anzug noch ein bisschen anders geartet. Und dann ist der Schnittpunkt ziemlich genau das Jahr 1960, ab der dann plötzlich zum Beispiel die Wandergarderobe nicht mehr der Anzug ist, sondern dann kommen diese Plastijacken, diese Kunststoffjacken, Daunenjacken, die aber letztlich auch Kunststoffjacken sind, auf und der klassische Anzug verschwindet. Und damit Sie dieses Gefühl der Kulturgarderobe, und Garderobe, Bekleidung ist immer ein ganz wesentliches Element von Kultur natürlich gewesen. Also Kultur heißt ja nicht nur das Beste schaffen, sondern eben auch das Beste fordern, und zwar in jedem Lebensbereich. Und so fordert eben der Kulturmensch auch, dass die Bekleidung diesen hohen Standard hat. Worin der Unterschied liegt zwischen einer Kulturgarderobe, dem klassischen Anzug, und dem, was heute getragen wird, da kommen wir dann beim nächsten Mal drauf, denn im Grunde könnte man sagen, ist da auch Jacke und Hose. Nicht? Wo ist also der Unterschied? Da kommen wir beim nächsten Mal drauf. Ich will aber, eben damit Sie eine selbstverständlichere Anschauung vom Anzug bekommen, zunächst einen historischen Teil voranschieben. Und in dem werden wir uns genau damit befassen, was der Anzug war, als er noch selbstverständlich war. Als er bei der breiten Bevölkerung als selbstverständlich galt, egal aus welcher Schicht man kam und egal welchem Alter man angehörte. Und auch bevor wir damit beginnen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, wer das Ganze angestoßen hat. Das kommt nämlich her von einer Frage, die ein Zuschauer gestellt hat vor ein paar Wochen. Da brauche ich aber noch ein Gerät. Die Idee zu dieser Reihe hatte Herr Maximilian Schmidt vor einigen Wochen, als er mir folgende Frage stellte. Ich würde Ihnen gern einige Fragen zur Bekleidung als Student stellen, also ein Student, und Ihre Ideen zu diesem Thema wissen. Zum einen wäre meine Frage, ab welchem Alter ein Anzug überhaupt getragen werden kann. Und das ist schon eine Frage, die uns am Ende zu einer allgemeineren bringen wird, die hier auch angeschnitten wird von ihm, nämlich, wann kann ich mir denn trauen, Anzug zu tragen? Nicht nur vom Alter her, sondern ganz allgemein. Und ich sage Ihnen zunächst einmal,
Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Wir werden gleich sehen, dass es schon historisch mit dem Alter nichts zu tun hat, dass nämlich auch Kinder Anzug getragen haben. Vor allen Dingen steckt aber hier hinter dieser Frage, es handelt sich um einen Studenten. Was sieht er jeden Tag, wenn er in die Vorlesung geht? Naja, keine Anzugträger. Das ist ja oftmals nicht mal mehr der Professor, der einen Anzug trägt. Also zu meiner Zeit jedenfalls wurde schon teilweise im T-Shirt Vorlesung gehalten. Und dann gab es vielleicht ein, zwei Studenten, die Anzug getragen haben. Das war aber etwas Außergewöhnliches und Besonderes. Und diese Frage zielt eigentlich nicht darauf, ob er zu jung ist oder ob sie im Allgemeinen vielleicht zu jung sind für den Anzug, sondern die Frage ist, würden Sie diese Frage anders formulieren, wenn Sie nicht 20 sind und Student, sondern 30? Dann wären Sie im Berufsleben, aber die Situation bezüglich des Anzugs hätte sich doch in fast zu vernachlässigenderer Weise nicht geändert. Denn wenn Sie nicht gerade einen ausgewählten Beruf ergriffen haben, wie zum Beispiel Banker mit Kundenkontakt oder eben Versicherungsvertreter mit Kundenkontakt, dann ist doch völlig klar, dass der Anzug in Ihrer Umgebung keine größere Rolle spielt als Student. Eben weil ganz wenige nur Anzug tragen. Ob Sie also 15, 25, 35, 45, 85 sind, die Situation ist immer dieselbe. Wenn Sie sich entscheiden, Anzug zu tragen, ist es immer etwas Besonderes, weil die meisten anderen es nicht tun. Und wie gesagt, wie Sie sich da hineinbegeben können, vorsichtig, tastend, das werden wir beim nächsten Mal besprechen, denn das passiert natürlich nicht auf einmal. Also ich kaufe mir einen Dreiteiler für Dora und gehe raus, natürlich nicht. Damit befassen wir uns das nächste Mal. Aber hier will ich Ihnen erstmal den Zahn ziehen, dass das womöglich etwas mit Ihrem Alter zu tun hat. Hat es nicht, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Ihre Umgebung keinen Anzug trägt. Gut. Wir kommen dann gleich darauf, wie selbstverständlich der Anzug auch für alle Altersklassen war. Und er schließt hier an, ab welchem Alter kann überhaupt Anzug getragen werden, ohne gleich wie ein Konfirmand auszusehen. Und ich weiß natürlich, was er hier meint, aber meine Damen und Herren, Konfirmanden haben in den 20er bis 50er Jahren immer sehr gut ausgesehen. Also schauen Sie in alte Fotoalben von Ihrem Vater, Urgroßvater, was weiß ich, je nachdem wie alt Sie sind, und schauen Sie sich die Konfirmationsfotos an. Die sehen alle sehr gut aus. Da ist vielleicht beim einen oder anderen der Anzug ein bisschen lang, weil man gesagt hat, da wächst er noch rein. Aber der Konfirmationsanzug ist ein dunkler, in der Regel schwarzer Doppelreiher, also mit geradem Abschluss, zwei Knopfreihen. Und das bedeutet, er konnte auch relativ leicht verlängert werden. Und dann war überhaupt Standard in dieser Zeit, dass man 5, 6, 7 cm extra Stoff verarbeitet hat in den Ärmeln, was man noch auslassen konnte. Das heißt, dieses Bild vom Konfirmationsanzug, der zu groß ist oder dann später wieder getragen wird, wenn er dann zu klein ist, das gibt es eigentlich gar nicht. Sondern das ist eben so ein Spruch, den man bringt, um zu zeigen, dass jemand das Anzug zu kurz ist. Ja. Aber im Grunde hat es das eigentlich nicht gegeben. Das hat ja jeder Schneider an jeder Ecke dann entsprechend nachgearbeitet. Ja, wenn man also nicht aufgegangen ist wie in Hefeklos, was nicht die Regel ist, dann hat der Anzug auch später noch gepasst. Das heißt, er war anpassbar. So, weiter. Sogleich stellt sich die Frage, wann ein Anzug denn überhaupt getragen wird. Nur in der Vorlesung, auf dem gesamten Campus oder ganztägig. Wir werden uns natürlich nicht nur mit Studenten befassen, sondern es geht, wie ich schon andeutete, um alle Altersklassen, ja? Und auch um jede Situation. Aber hier ist die Frage aus der Sicht eines Studenten gestellt und natürlich nicht nur zur Vorlesung, sondern natürlich den ganzen Tag. Das war zumindest die Anschauung der 20er bis 50er Jahre. Und wenn Sie nicht am Abend gerade Tennis spielten, dann haben Sie ihn den ganzen Tag getragen, natürlich. Und zu so manchem Sport hat man auch den Anzug angelassen. Kommen wir noch drauf. Hier schließt sich die Frage nach der Art der Anzüge, an. Welche Stoffe, Farben, Schnitte werden wir auch beim nächsten Mal, zum Teil auch heute schon besprechen im historischen Teil. Gibt es Unterschiede zwischen dem Alltagsanzug und dem festlichen Anzug? Das werden wir heute ganz wesentlich besprechen. Am
historischen Beispiel. Was sagen Sie zum klassischen Tweedanzug? Das machen wir beim nächsten Mal. Gibt es andere Arten von gehobener Mode für junge Menschen abseits von Anzug und Co., welche sich eventuell unter gewöhnlich gekleideten Menschen nicht so stark abheben? Und meine Damen und Herren, das ist eigentlich der Kern der Frage, worauf sich auch diese Altersfrage bezieht. Ja, es ist vollkommen selbstverständlich und nachvollziehbar, dass Sie sagen, ich habe Schwierigkeiten, soll ich jetzt wirklich Anzug anziehen? Das sieht ja ganz anders aus als alle anderen. Und in der Tat, das ist so. Und deswegen kann ich Ihnen natürlich auch nicht empfehlen, kaufen Sie sich einen Anzug und dann spazieren Sie raus, sondern Sie müssen sich da natürlich langsam wieder zurückfinden in diese Kulturgarderobe. Und ob Sie dann am Ende beim Anzug ankommen oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich mache Ihnen jedenfalls das Angebot und werde Ihnen zeigen, in welchen Schritten Sie hinkommen können und auch, dass es andere Möglichkeiten durchaus noch gibt. Dass also nicht nur der klassische Anzug sein muss. Aber das beim nächsten Mal. Heute, wie gesagt, der historische Teil, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie selbstverständlich der Anzug einst war und warum es nicht absurd ist, den Anzug heute wieder als selbstverständlich anzusehen, wenn er gewisse Eigenschaften erfüllt. Und dazu wollen wir uns ein Foto ansehen. Ja, nur ein Foto, aber das ist sehr, sehr, sehr vielfältig und wird uns viele verschiedene Arten von Anzügen zeigen und auch Trageweisen von Anzügen. Und dieses Foto, da ein Student die Frage gestellt hat, werde ich Ihnen natürlich kein Foto von Studenten zeigen, sondern von Abiturienten. Also solchen, die jünger sind, damit Sie gleich mal sehen, nee, das Alter ist da so entscheidend nicht. Und zwar ist das das Foto einer Abiturienta des Jahres 1942 aus Wesel in Westfalen. Und auch Wesel, Westfalen ist mir wichtig, nicht weil es Wesel ist, sondern weil es sich um eine kleine oder mittlere Landstadt handelt. Damals knapp über 20.000 Einwohner. Das ist also nicht Berlin, Hamburg oder München, ja, oder Vater vielleicht Minister oder sowas, sondern das ist eine ganz normale Landstadt. So hat es in jedem Gymnasium in Deutschland ausgesehen. Das heißt, genauer ist das hier eine Oberrealschule. Und ich werde Ihnen dieses Bild nicht einblenden, weil ich die Rechte daran nicht habe, sondern das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich zeige Ihnen nur kurz, wie das aussieht, damit Sie sehen, dass es sich um dasselbe Foto handelt. Das ist also die Abschlussklasse einer Oberrealschule. Und wenn Sie dieses Bild sehen, dann stellen Sie zunächst einmal fest, ja, die tragen alle Anzug. Im Abitur. Oder werden Sie vielleicht sagen, naja, ich habe auch ein Foto vom Abiturball und da tragen auch alle Anzug. Das ist natürlich was anderes. Denn das ist nicht der Anzug gewesen, mit dem Sie jeden Tag in die Schule gekommen sind. Woher weiß ich, dass das hier anders ist? Dass hier also tatsächlich diese Anzüge in der Schule getragen wurden und nicht nur zu diesem Fototermin. Denn das ist natürlich hier allen klar gewesen, es gibt einen Fototermin in der Schule. Okay. Und zwar sehen Sie das daran, dass das eben keine formalen Anzüge sind, die hier mehrheitlich getragen werden. Denn ich sagte es schon, der Konfirmationsanzug, der natürlich ein formaler Anzug ist, ein festlicher Anzug, ist ein schwarzer Doppelreiher. Und Sie sehen hier, dass schwarze Anzüge getragen werden, vor allen Dingen in der hinteren Reihe. Aber die Mehrheit trägt, wie Sie sehen, mittel- bis helle Anzüge. Und das ist das sichere Zeichen dafür, dass es sich eben nicht um einen formalen Anzug handelt. So etwas hat man nicht zur Konfirmation angezogen. In der Regel. Und zwar deshalb, weil die Formalität eines Anzugs in sehr wesentlicher Weise davon abhängt, welchen Kontrast er zeigt. Denken Sie an den Smoking oder an den Frack. Da haben Sie das weiße Hemd und den entsprechenden Ausschnitt und dagegen das Schwarz des Tuches, des Smokings oder des Fracks. Und beim Frack ist es sogar so, dass Sie ja keine schwarze Fliege haben, sondern eine weiße, sodass es also wirklich weiß und flächig ist, im Gegensatz zur Fläche des Schwarz.
Und deshalb hat man auch in den 30er Jahren beim Frack und beim Smoking immer darauf geachtet, dass die Hemdmanschette zu sehen ist, das heißt aus dem Ärmel hinausschaut. Während hier, das können Sie gleich mal als eine kleine Besonderheit beobachten, hier die Hemdmanschetten von keinem einzigen zu sehen sind. Ja? Also was heute üblich ist, dass man sagt, 1 bis 1,5 cm Hemdmanschette sollte man sehen, das ist hier gar nicht der Fall. Ja? Dafür sind die Ärmel etwas länger, nicht übermäßig, wie Sie sehen, aber man sieht keine einzige Hemdmanschette. Man kann also durchaus im Anzug sehr gut aussehen, ohne dass diese Hemdmanschette sichtbar ist. Ja? Gut, aber das nur am Rande. Das nächste, was Ihnen auffällt, ist, dass nicht alle Krawatte tragen. Und das wird jetzt ein entscheidender Punkt sein, weil ich Ihnen zeigen will, nicht nur, was ist der Tagesanzug und was ist der formale Anzug, sondern auch, wie können Sie zwischen dieser Formalität vermitteln, ja, wie können Sie die Formalität verringern, wie können Sie sie erhöhen. Und nach der Frage von Herrn Schmidt ist natürlich die Hauptfrage, wie können Sie sie verringern, und ich will Ihnen zeigen, wie Sie sie gerade nicht verringern können. Denn da ist von einigen hier der eine oder andere Fehler gemacht. Und nun geht es mir natürlich nicht darum, Ihnen zu zeigen, dass einer dieser jungen Herren hier einen Fehler gemacht hat. Ja, ich will niemanden vorführen, es liegt mir nichts ferner, sondern Sie sollen hieraus erkennen, wie Sie es richtig machen. Ja, und ich bin froh, dass diese Fehler hier gemacht wurden, damit ich Ihnen das zeigen kann. Es zeigt Ihnen auch zugleich, dass selbst in einer Zeit, in der es selbstverständlich war, Anzug zu tragen, der eine oder andere Schwierigkeiten hatte, ebenfalls einen vollwertigen Herrenanzug zu tragen mit Krawatte, und dieselben Bedenken hatte wie Sie. Es ist also vollkommen selbstverständlich und richtig, dass Sie diese Bedenken haben. Aber man muss eben sich der Sache bewusst sein und verstehen, was sinnvoll ist, um diese Formalität, die man sich vielleicht noch nicht traut, herabzusenken und was der falsche Weg ist. Und die ersten beiden, die wir uns hier ansehen wollen, sind Herr Lünsch und Herr Hofacker. Hier stehen ja sogar die Namen drunter. Also das ist einmal, ja, ich erkläre Ihnen vielleicht vorher die zwei besonderen Personen, die wir hier im Bild haben, nämlich in der Mitte den Herrn mit Glatzkopf. Das scheint der Lehrer zu sein, aber ich denke mal, das ist der Rektor. Neben ihm sitzt nämlich ein mittelalter Herr, der vermutlich eher der Lehrer ist. Und der hier, das ist ja das Schöne an dem Foto, es ist nicht so steif, der hier scheinbar noch redet und auf den die meisten schauen. Nicht alle, aber in der Schule wird man natürlich nicht immer auf den Lehrer achten, das kennen Sie. Also wir bezeichnen diese beiden als Rektor und Lehrer, damit wir uns ein bisschen besser zurechtfinden. Und direkt hinter dem Rektor steht Herr Lünsch in einem dunklen Doppelreiher. Das sehen Sie an dem übergreifenden Revers und dem Knopf, der hier nicht mittig sitzt. Und einem nicht weißen Hemd, das er merkwürdig genug über den Kragen und das Revers seines Anzugs geschlagen hat. Merkwürdige Trageweise, nicht wahr? Und wir wollen ihn vergleichen mit Herrn Hofacker, der links neben dem Rektor sitzt, in einem Knickerbockeranzug und das Hemd ganz genauso trägt und ebenfalls keine Krawatte. Und die beiden sind also hochinteressant. Die wollen wir jetzt mal vergleichen. Also zunächst mal, wo kommt denn eigentlich diese Trageweise, diese merkwürdige Trageweise her, die ich Ihnen heute gar nicht empfehlen kann, die so ein bisschen lächerlich aussieht? Ich würde sagen, das kommt im Grunde daher, dass es für kleine Jungs seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und bis in die 30er Jahre hinein diese Matrosenanzüge gab. Und die waren entweder dunkelblau und hatten dann hier so ein mächtiges Revers, das weiß umrandet war, oder sie waren weiß und hatten dieses mächtige Revers in blau umrandet. Und mir scheint, das ist eine Trageweise, die auch nur von jungen Leuten getragen wird, mit denen man Anzug tragen konnte, aber die Erinnerung an diesen Matrosenanzug aufrechterhalten konnte. Das hat also sehr jugendlich gewirkt, weil es eine Ähnlichkeit mit diesem Matrosenanzug hatte. So zumindest meine Vermutung. Jedenfalls etwas, was nur junge Leute getragen haben. Ja? Und warum? Natürlich, um die Formalität geringer zu halten. Ja? Und natürlich auch für den Sommer etwas luftiger dazustehen. Das ist natürlich ein Nebeneffekt. Und das heißt, Herr Lünsch hat hier
und das könnte durchaus der Konfirmationsanzug sein, hat diesen in seiner Formalität herabstellen wollen, indem er erstens keine Krawatte trug, aber auch das Hemd aufgemacht hat und über das Revers geschlagen hat. Und die Frage ist nun, funktioniert das? Nein, das funktioniert eben nicht, weil es aussieht wie so ein Matrosenanzug und damit dem Betrachter im Grunde damals mehr oder weniger bedeutet hat, also eigentlich wäre ich ja gern ein kleiner Junge, der einen Matrosenanzug trägt, aber ich muss Anzug tragen. Und man weiß nun nicht, wie das zustande gekommen ist. Wer weiß, die Mutter hat vielleicht gesagt, nee, also wenn Fototermin ist, dann ziehst du deinen guten Anzug an. Das wissen wir ja alles nicht. Ja? Diese Herabsetzung des formalen Anzugs, indem man auf die Krawatte verzichtet und dann das Hemd öffnet und womöglich noch überschlägt, das funktioniert nicht. Im Gegensatz dazu schauen Sie sich an, was Herr Hofacker gemacht hat. Herr Hofacker hat dieselbe Trageweise des Hemdes offen und über das Revers bzw. den Kragen, oder Kragen des Sakkos geschlagen, aber hier funktioniert es. Und warum funktioniert es? Erstmal, der Kontrast ist nicht so hoch, weil er nämlich einen hellen Anzug anhat. Ja? Und schon ist diese Assoziation zum Matrosenanzug nicht mehr da. Es wirkt einfach nur noch nonchalant. Ja? Das zweite ist, es ist nicht mal ein normaler Anzug und es ist schon gar kein Doppelreiher und formaler Anzug. Es ist ein Knickerbockeranzug, das heißt nicht einmal mit klassischen Hosen, sondern eben mit diesen ja, Kniebundhosen, aber deutlich weiter als sie Goethe getragen hat natürlich. Und dann sehen Sie, er hat auch relativ grob melierte Strümpfe an und sogar hohe Schuhe. Übrigens schauen Sie mal auf die Schuhe, die hier getragen werden. Also abgesehen von Herrn Schleier ganz links sind das alles schwarze Captor Oxfords. Wenn ich Ihnen also im Hutvideo gesagt habe, tragen Sie schwarze Captor Oxfords. Und ja, man kann auch Darby's tragen, man kann auch Fullbrooks tragen, aber schwarze dunkle Schuhe, klassische Herrenschuhe. Ja? Ihre Großväter haben alle schwarze Captor Oxfords getragen. Ja? Und selbst Herr Hofacker trägt schwarze Captor Oxfords, die sind bloß etwas höher. Und Herr Schleier hat ebenfalls Oxfords an, aber eben Fullbrooks oder Flügelkappenschuhe in zwei Farben und Rauleder offenbar. Gut. Indem also Herr Hofacker den gesamten Anzug, heute gibt es natürlich keinen Knickerbocker-Anzug mehr, das werden wir das nächste Mal besprechen, wie Sie den Anzug insgesamt noch ein wenig in der Formalität abwerten können. Er hat aber eben einen Sportanzug angezogen. Das ist der Knickerbocker-Anzug, der um 1900 entsteht als Sportanzug zum Radfahren und zum Wandern oder Bergsteigen. Ja? Ein ganz unformaler Anzug und der erfordert natürlich nicht unbedingt eine Krawatte. Das funktioniert also, bei Herrn Lynch funktioniert es nicht. Und wenn Sie noch nicht ganz einsehen, dass es bei Herrn Lynch nicht funktioniert, dann werden wir das jetzt bei Herrn Berkenhoff sehen. Denn Herr Berkenhoff, wie auch die anderen, die keine Krawatte tragen, hat stattdessen das Hemd bis ganz oben hin zugeknöpft. Und das heißt natürlich, er hat einfach nur die Krawatte weggelassen. Hat aber trotzdem das Hemd nicht geöffnet, weil er dachte, naja, ich habe ja doch einen recht formalen Anzug an. Ja? Und das könnte im Übrigen ebenfalls ein Konfirmationsanzug sein. Das ist hier nämlich ein Einreiher. Aber Sie sehen, das weiße V geht nicht bis ganz in die Spitze, sondern ist da abgeschnitten. Da ist also eine Weste dahinter. So, auch hier kann es sein, die Mutter hat gesagt, nee, du ziehst mal den guten Anzug an. Hat ihm vielleicht sogar noch die Krawatte gebunden und dann hat er kurz vorm Schulgebäude hat er es abgemacht. Ja? Also wir wissen nicht, wie das alles zustande kam. Aber Sie sehen auch, dass andere das Hemd bis oben zugeknöpft haben und keine Krawatte tragen und also die Krawatte weggelassen haben, damit es nicht so formal wird. Und das ist ja genau die Frage, man will nicht so sehr herausstechen, ja? Und traut sich vielleicht noch nicht, diesen Herrenanzug zu tragen. Ach so, vielleicht vorher noch, also eben diesen Herrenanzug, denn Anzüge haben die alle schon getragen und zwar seit Jahren.
Und jeder von denen hat auch noch einen Anzug zu Hause. Mindestens einen. Und das ist der Kurzhosenanzug. Meine Damen und Herren, jeder Junge in Mitteleuropa hat vor den 60er Jahren einen Kurzhosenanzug besessen. Das ist nämlich die Standardkleidung, die jeder Junge hat, spätestens wenn er in die Schule kommt, aber eigentlich schon im Kindergarten. Also natürlich dann immer andere, die müssen in der Größe ein bisschen wachsen. Das sehen Sie in jeder Werbung natürlich, in jeder Modewerbung, sagen wir mal der 30er Jahre, da haben Sie also den Herrn im Anzug und neben ihm steht ein, was weiß ich, 10- bis 14-Jähriger, der hat auch einen Anzug an, aber mit kurzen Hosen. Und was Sie normalerweise auf den Fotos, auf den alten Fotos sehen, das sind natürlich Jungs, die haben kurze Hosen und Hemd an. Und das liegt daran, dass die Fotos meistens im Sommer gemacht wurden. Und da hat man natürlich keinen Sakko drüber gezogen. Aber sobald es kühl wurde, oder auch wenn es geregnet hat, die sind ja teilweise viele Kilometer bis zur Schule gelaufen, da wären sie ja völlig durchnässt angekommen. Die haben also natürlich eine Jacke besessen. Das hat man bloß relativ selten fotografiert, aber da gibt es auch genügend Fotos. Und natürlich im Winter. Im Winter wurde immer noch der Kurzhosenanzug getragen und eben mit dem Sakko. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und es wird noch merkwürdiger, wenn es richtig kalt wurde. Da haben wir nämlich keine langen Hosen bekommen. Ganz einfach deshalb, weil man natürlich gesagt hat, also scheuer dir lieber die Knie auf, als dass du die Hosen kaputt machst. Ja? Also Jungs fallen natürlich überall hin und knien überall und robben überall. Das wollte man natürlich so einer langen Hose nicht antun. Die bekommen auch im Winter meist keine lange Hose, sondern sie tragen darunter eine Strumpfhose. Unter der kurzen Hose. Das sieht nochmal ein bisschen komischer aus. Aber das ist die Standard-Winterbekleidung eines jeden Jungen in dieser Zeit. Ja? Und diesen Anzug haben die alle. Und die Jacke dazu, die ist natürlich ein ganz normales Sakko. Einfach verarbeitet, aber ganz normal. Mit Revers, Knöpfen und abgerundet. Das ist normal für diese Sakkos. Und diese Anzüge sind natürlich in der Regel nicht schwarz, sondern die sind heller, weil es Tagesanzüge sind. Ja? Also insofern können Sie nicht sagen, ja, der hatte nur einen Konfirmationsanzug. Naja, bestimmt nicht. Ja. Jeder hatte diese Kurzhosenanzüge und so ist man natürlich auch in die Schule gegangen. Und auch hier sind vielleicht einige mehr, wenn gerade kein Fototermin war, in solch einen Kurzhosenanzug gekommen. Ja. Obwohl in dem Alter dann schon eher weniger. Sie sehen aber zum Teil eben auch in der Sexta, Quinta, Quarta durchaus auch Einzelne, die ganz normal Krawatte tragen. Ja. So, also zurück zu Herrn Berkenhoff. Herr Berkenhoff trägt also einen dunklen, ziemlich formalen Anzug. Sehr formal, es ist zwar ein Kreidestreifenanzug, wenn Sie genau hinschauen, aber das ist ein ziemlich formaler Anzug. Und dazu ein weißes Hemd, das er bis oben zugeknöpft hat. Und zwar hat er diese Trageweise gewählt, natürlich um die Formalität etwas abzusenken. Tatsächlich aber, meine Damen und Herren, ist genau das Gegenteil passiert. Denn was ist der erste Gedanke, den Sie haben, wenn Sie Herrn Berkenhoff ansehen? Es gibt nur eine einzige Herrengarderobe, die auf den ersten Blick denselben Eindruck macht, nämlich schwarzer Anzug und ein weißer Ausschnitt, der überhaupt keine Abdunklung erfährt. Knallweißer Ausschnitt, knallschwarzer Anzug. Was ist das? Das ist der Frack, meine Damen und Herren. Das ist die formalste Garderobe, die es gibt. Der große Gesellschaftsanzug. Und den ersten Eindruck, auf den ersten Blick, man sieht natürlich dann sofort, wie es wirklich ist, aber der erste Eindruck ist beim Berkenhoff hochformal. Höchst formal. Und das wollte er doch eigentlich gar nicht. Nicht? Normalerweise, wenn er eine Krawatte getragen hätte, dann wäre doch eben dieser weiße Ausschnitt herabgedunkelt. Und schon hätte er ganz normal ausgesehen, wie beispielsweise Herr Froning, der Größte, der neben ihm steht. Und es wäre gar nichts aufgefallen. Und so sticht er heraus, weil er die Formalität eigentlich absenken wollte, aber in Wahrheit hat er sie enorm erhöht. Und da sehen Sie, das funktioniert eben nicht. Sie können den formalen Anzug nicht abwerten. Umgekehrt funktioniert durchaus.
schauen Sie sich Herr von Moog an, der links neben seinem Freund Herrn Hofacker sitzt und ebenfalls einen Knickerbockeranzug trägt. Und da sehen Sie, er hat eine Krawatte angelegt. Drunter sogar noch ein Pullover. Der Anzug ist auch ein bisschen dunkler, ja, macht ihn etwas formaler. Wäre aber gar nicht nötig gewesen. Und so sehen Sie, dass dieser weniger formale Anzug, der Sportanzug des Knickerbocker, in seiner Formalität aufgewertet werden kann. Ja? Also einen formalen Anzug abwerten ist immer eine schlechte Idee. Einen informellen Anzug aufwerten, formaler machen, funktioniert durchaus. Und das sehen Sie auch bis hinunter zu den Strümpfen, die also bei Herrn von Moog sehr viel feiner sind als bei Herrn Hofacker. Verstehen Sie das also bitte, wenn Sie einen formalen Anzug tragen, dann müssen Sie diese Formalität auch durchziehen. Und nur wenn Sie einen wenig formalen Anzug tragen, dann können Sie auch gewisse Dinge, die normalerweise zur Formalität dazugehören, wie eine Krawatte, weglassen. Und hier haben Sie ein wirklich schönes Beispiel, wie der Hofacker das richtig macht und wie es die in den dunklen Anzügen hinten nicht richtig machen. Ich möchte Ihnen noch einen Vergleich zeigen, der Ihnen deutlich macht, wie fatal es eigentlich ist, diese Regeln nicht zu befolgen. Und bitte verstehen Sie den Begriff der Regel richtig und den Sinn der Regel. Ja, die sind nicht dafür gemacht, Sie zu scheuchen, Ihnen Vorschriften zu machen. Es hat sich kein Konsortium ausgedacht, das Macht über Sie ausüben will, sondern das sind natürlich Regeln, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte herausgemändelt haben. Und die einfach dafür sorgen, dass Sie sich nicht blamieren. Die sorgen dafür, dass das, was Sie tun, ästhetisch aussieht. Ja? Und ich möchte mal, dass Sie schauen unter den hier Anwesenden, wer hat denn hier ein Milchgesicht? Denn das ist ja häufig die Frage, ich habe ein Milchgesicht, ich kann keinen Hut tragen. Ich habe ein Milchgesicht, ich kann keinen Anzug tragen. Das ist diese Altersfrage. Und schauen Sie mal bitte, wer hat denn hier ein Milchgesicht? Also Milchgesicht ist ja nichts Negatives, im Gegenteil, altern Sie nicht so schnell. Ja? Wer hat denn hier ein Milchgesicht? Und wenn Sie da ein bisschen schauen, finden Sie, glaube ich, im Wesentlichen drei junge Herren, die noch sehr jung aussehen. Und das ist der zweite, von links stehend, Herr Hennecke, also hinter Herrn von Moog. Bei dem sehen wir aber nicht genauer, was er trägt. Dann Herr Bertenhoff und ganz rechts sitzend Herr Uhrmeister. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Also nehmen wir mal die beiden, Herr Berkenhoff und Herr Uhrmeister. Beides Milchgesichter, wie gesagt, nicht negativ gemeint. Und die machen es beide sehr verschieden. Denn, schauen Sie sich Herrn Uhrmeister an, der sieht völlig selbstverständlich aus in dieser Runde. Er hat sogar den ausgefallensten Anzug an, relativ hell und mit Überkaro. Das Ganze ist sogar ein Dreiteiler und er hat, wie es scheint, sogar noch ein Pullover drunter. Und ein gestreiftes Hemd, wenn man genau hinsieht. Jetzt ist die Frage, wie wirkt denn das bei Herrn Uhrmeister, der doch auch eine Art Milchgesicht hat? Ja, was sagen Sie, wenn Sie Herrn Uhrmeister sehen? Was für ein schnieker junger Mann. Ja? Ein eleganter junger Mann. Sie kommen nie auf die Idee zu sagen, ja, also, das passt nicht. Ja, überhaupt nicht. Jetzt schauen Sie aber Herrn Berkenhoff an und Sie sehen diese Merkwürdigkeit, dass die Krawatte fehlt und Sie denken sich dabei, naja, gut, er ist ja auch noch relativ jung. Sie sehen die Tatsache, dass er die Krawatte weggelassen hat, führt erst beim Beobachter dazu, dass er nach einem Grund sucht, warum das vielleicht der Fall ist. Und er findet irgendeinen Grund. Und in dem Fall ist es das jugendliche Gesicht. Hätte Herr Berkenhoff wie Herr Frohning rechts neben ihm einfach eine Krawatte getragen, hätten Sie ganz genauso gesagt, ja, ein schnieker junger Mann. Er hat es aber nicht. Und Sie können einfach mal mit einem Grafikprogramm dort irgendwas Ähnliches wie eine Krawatte eintragen und sofort macht das einen riesigen Unterschied. Ja. Sie müssen also darauf achten, dass Sie nicht Ihr eigenes Bild durch Ihre Kleidung nach außen transportieren und jedem auf die Nase binden. Ja? Denn nochmal, einer, der fast hier die Szene beherrscht, ja, auch dadurch, dass er so breit da sitzt, ist ja Uhrmeister.
obwohl er die Physiognomie eines erwachsenen, gesetzten Herrn noch nicht hat. Ja? Und eben auch nicht braucht, meine Damen und Herren. Das braucht man nicht, um Anzug zu tragen. Und Herr Uhrmeister ist ein gutes Beispiel dafür. Dann müssen wir noch ein Wort über Herrn Westermann sagen. Nämlich denjenigen, der hier als einziger ein dunkles Hemd anhat. Und natürlich keine Krawatte. Also ganz schlimm wäre es gewesen, wenn jetzt hier noch eine helle Krawatte drauf gewesen wäre. Nicht? Also das wäre sozusagen der äußerste Fauxpas gewesen. Was ist hier der erste Eindruck? Wenn Sie ein dunkles Sakko, also es ist nicht schwarz, aber es ist dunkel, und ich nehme mal an, dass Hemd und Sakko dieselbe Farbe haben, das kann natürlich sein, dass das nicht so ist und hier nur so scheint, aber nehmen wir mal an, und es ist ja heute beliebt, dass die Leute zum Teil was Dunkles anhaben und dazu noch ein dunkles Hemd. Auch das ist eine Methode, um die Formalität herabzusenken. Denn ich sagte es Ihnen, Formalität kommt durch diesen großflächigen Kontrast des weißen Hemdes und des etwas dunkleren Anzugs und eben teilweise auch schwarzen Anzuges. Also wäre eine Möglichkeit, entweder einen sehr hellen Anzug zu tragen, das ist aber dann schon ausgefallen, oder Sie tragen einen dunklen Anzug und dunkeln auch das Hemd ab. Könnte man denken, das ist ja in Ordnung, kann man doch machen. Was ist aber der erste Eindruck, den Sie haben? Na, der eines Geistlichen. Nicht? Also hier fehlt nur noch dieses weiße Viereck und dann hätten Sie das Gefühl, Sie stehen einem Priester gegenüber. Aber das ist natürlich auch nicht der erste Eindruck, den Sie machen wollen. Ja? Das ist also auch so eine Verschiebung des Kontrastes, die am Ende in die falsche Richtung führt. Genauso dieser Gedanke, den übrigens auch ich hatte, zu sagen, naja, Krawatte tragen, ja, aber ich könnte eine weiße Krawatte tragen. Die fällt nicht so auf. Und auch das ist natürlich Unsinn. Machen Sie diesen Fehler nicht. Ich habe ihn zum Glück auch nicht gemacht, weil ein Freund zu mir sagte, das ist wie Krieg ohne Munition. Ja, Grüße an Till, falls er zuschaut. Es muss eine Krawatte sein, die man auch sieht. Also wenn Sie eine Krawatte kaufen, die man nicht sieht, dann hätten Sie es auch sein lassen können. Und dann tritt der Fall ein, der hier bei Herrn Berkenhoff ausschlaggebend ist. Ja. Machen Sie diesen Fehler nicht. Versuchen Sie nicht, die Kontraste einzudämpfen, indem Sie ungewöhnlich werden, sondern, und das ist der Effekt, den Sie normalerweise natürlich durch die Krawatte haben, die Krawatte überdeckt einen Teil des Hemdes im Ausschnitt und zusammen mit dem hellen Hemd und der etwas dunkleren Krawatte ergibt sich eben irgendetwas in der Richtung der Helligkeit des Anzugs selbst, also des Sakkos. Ja, das ist der Witz. Es gibt also einen Kontrast, er ist aber verfeinert und deshalb nicht so prävalent. Im Übrigen sehen Sie auch, dass hier im Grunde niemand ein Einstecktuch trägt. Und das ist nun nicht unbedingt üblich gewesen. Man hat schon Einstecktuch getragen. Also Spengler trägt hier beispielsweise ein Einstecktuch. Das ist aber ganz unordentlich reingesteckt. Und das werden Sie ganz häufig feststellen in den alten Zeiten. Das ist nicht irgendwie drapiert, wie das heute der Fall ist. Und das liegt daran, dass es eben nicht ein Einstecktuch ist, das man anlegt, weil das gut aussieht oder gut aussehen soll, würde ich eher sagen, sondern weil man sich damit die Stirn abgetupft hat oder sowas oder mal die Hände gerieben. Ja? Das ist also ein ganz praktisches Utensil und in diesem Sinne kann ich es Ihnen natürlich empfehlen, ja, wenn Sie das wollen. Aber dieses Drapieren, das ist also eine eher neumodische Erscheinung. Natürlich haben Männer, die sehr darauf geachtet haben, durchaus sowas auch in den 20er bis 50er Jahren getragen. Ja, und der Frack wurde natürlich immer mit einem Einstecktuch, mit einem weißen Einstecktuch getragen. Aber, oder sagen wir mal, allermeistens. Aber das ist eine eher seltene Erscheinung. Also sagen wir mal, ein Heesters oder Hans Albers, die haben das getan, aber schon bei Rühmann wird das eher selten. Ja. Das geht so in die Richtung der auch nicht sichtbaren Hemdmanschette. So, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir uns nochmal ganz im Allgemeinen diese Anzüge anschauen. Welche Anmutung haben die eigentlich? Und das ist durchaus eine andere
als sie die heutigen Anzüge haben, die ja zum Teil so fein gewebt sind, dass sie glänzen. Ja? Also Stoffqualitäten super 130, 140, 150. Aber auch weniger kann schon glänzen. Das kommt auf die Webung an. Hier sehen Sie Anzüge, die alle sehr matt sind. Und auch die Stoffgewichte sind sehr hoch. Also hier ist nichts unter 300 Gramm pro Quadratmeter und heute ist um 200 üblich. Das sind schon eher Stoffe, die heute in Mänteln verarbeitet werden. Ja. Und daran sehen Sie schon, dass dieser Anzug der damaligen Zeit eben auch gar nicht diese formale Anmutung hatte. Und das ist auch kein Bürgerphänomen, Mittelschichtsphänomen und reichere Leute hätten dann solche Anzüge wie heute getragen. Nein, nein. Das sind ebenfalls so grobe Anzüge. Und da sehen Sie schon, dass die ganze Anmutung des Anzugs wesentlich alltäglicher ist. Und ich werde Ihnen natürlich beim nächsten Mal zeigen, wie Sie in ähnliche Sphären auch heute noch kommen können, obwohl es diese Anzüge nur noch ganz selten gibt in dieser Machart, also aus diesen Stoffen. Daher ja auch die Frage von Herrn Schmidt, wie es mit den Tweedanzügen aussieht, die da sehr nah rankommen. Und in diesem Sinne verstehen Sie auch natürlich einen Teil dessen, warum der Anzug so selbstverständlich war. Also das Sakko eines Bauern, ja, mit dem er also aufs Feld gegangen ist, wenn die Temperaturen entsprechend waren, das ist eben aus einem ähnlichen Stoff gemacht. Ja. Und natürlich haben sich die Anzüge unterschieden in der Qualität. Ja, ein einfacher Anzug ohne Konstruktion, da kommen wir auch beim nächsten Mal drauf, inwiefern das wichtig ist. Was sich ein einfacher Arbeiter vielleicht geleistet hat, das hat eben mehr an ihm gehangen und hat nicht ganz so gut ausgesehen. Und das war natürlich dann auch billiger. Apropos Preis. Viele sagen ja, ja, Anzug würde ich gerne tragen, aber es ist so teuer. Schauen wir doch mal an, wie viel hat denn früher so ein Anzug gekostet? 1930, also die Zeit, in der auch der Leipziger Straßenbahnfilm gemacht ist, der jetzt auf die Millionen zugeht. Ich hoffe, Sie kennen den alle, wo überall Anzug getragen wird. Nicht ganz von allen. Ein paar haben das Sakko weggelassen, weil es warm ist, es ist Sommer. Aber im Grunde tragen alle Anzug. 1930 hat ein guter Kaufhausanzug 80 Mark gekostet. Das sagt Ihnen natürlich erstmal nichts. Ja. Was ist der Verdienst gewesen? Man sagt, dass ein gelernter Arbeiter im Monat 180 Mark verdient hat. Das heißt, etwa den halben Monatslohn hat man für einen guten Kaufhausanzug ausgegeben. Und in der Regel hat, sagen wir mal, ein durchschnittlicher Arbeiter sich diesen guten Kaufhausanzug nicht geleistet. Und billige Anzüge gab es auch schon für die Hälfte. Ja? Und man konnte auch durchaus weit über 100 Mark ausgeben. Ein anderer Vergleich, das Fahrrad, das etwa im Durchschnitt ähnlich teuer war, 80 Mark für ein durchschnittliches Fahrrad, gab es auch für 50 und man konnte auch für 150 eins kaufen. Was kostet heute ein Fahrrad? Ein billiges vielleicht 300 und ein normales vielleicht so, weiß ich nicht, 600 bis 800 Mark. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt bis hin zur Elektrounterstützung. Aber wenn Sie das so hernehmen, 600 bis 800 Euro, das ist auch der Preis, den Sie heute für einen ziemlich guten Kaufhausanzug bezahlen. Und im Internet können Sie natürlich, was also Versandhandel ist, ab 300 Euro gute Anzüge finden. Und natürlich, das ist verhältnismäßig viel Geld. Ist gar keine Frage. Aber Sie sehen, größenordnungsmäßig, Sie müssen jetzt natürlich einen Warenkorb annehmen und so weiter, ist mir klar. Aber größenordnungsmäßig ist das, was man 1930 für einen Anzug ausgegeben hat, ungefähr dasselbe. Wie heute. Man könnte sogar sagen, ein bisschen günstiger. Eben dadurch, dass Sie auch aus dem Internet relativ günstig hochwertige Ware bestellen können. Schuhe übrigens sind tatsächlich damals etwas günstiger gewesen, also um die 10 Mark tatsächlich, so 8 bis 16 Mark für gute rahmengenähte Schuhe, die übrigens auch meistenteils in Deutschland hergestellt wurden, obwohl auch importiert wurde aus England natürlich, hauptsächlich. So, und Sie sehen daran, dass in den 20er bis 50er Jahren und für die Zeit davor gilt das natürlich auch, dieser Preis eben gezahlt wurde dafür, dass man vernünftige Kleidung trug. Es ist also nicht die Frage, können Sie es sich leisten? Der Anzug war damals auch teuer, je nach Qualität. Sondern wofür geben Sie Ihr Geld aus?
Und das ist eben der große Unterschied zwischen einem Kulturmensch und einem Verfallsmenschen. Der Kulturmensch gibt für solche Dinge Geld aus. Und was der entscheidende Unterschied zwischen einer heutigen Jacke und einer Anzugsjacke ist und so weiter, das machen wir beim nächsten Mal. Ich empfehle Ihnen auch zum nächsten Mal, und ich habe Ihnen das unten verlinkt, meinen Blogbeitrag zum guten passenden Herrenanzug zu lesen. Da geht es um andere Dinge, die werde ich hier nicht nochmal darlegen. Ja, aber das ist eine gute Vorbereitung. Übrigens auch ein zum guten passenden Herrenschuh. Da geht es dann wirklich darum, wann passt sowas. Wann passt ein Schuh, wann passt ein Anzug. Das werde ich beim nächsten Mal nicht machen, sondern es geht. So, jetzt ist es tatsächlich nochmal in der letzten Minute ausgegangen. Also, Sie haben gesehen, dieser historische Anzug ist anders gemacht als die heutigen Anzüge und deswegen ist auch unsere Aufgabe, dass wir beim nächsten Mal schauen, wie können wir denn aus dem Angebot, was uns heute durch die Industrie gegeben ist, relativ nah an eine solche unscheinbare Anmutung des Anzugs herankommen. Und das heißt nicht, dass wir den kopieren wollen. Sie haben vielleicht auch bemerkt, dass die Hosen beispielsweise relativ weit sind. Ja, schauen Sie hier von Moog an in seinem Knickerbocker, wie also hier der Stoff en masse gewissermaßen um ihn herum liegt. Auch bei Herrn Schleier, der hier auf der Fensterbank sitzt, ist das der Fall. Und auch wenn Sie Herrn Ohrmeister rechts anschauen, das sieht fast aus wie Schlaghose. Ja, ist keine, aber das ist Mode der 30er und 40er Jahre. Das ist natürlich nicht das, was wir kopieren wollen. Hier wäre die Referenz eher die beiden Lehrer, die also eher in den 20er Jahren sozialisiert sind und vielleicht sogar vor dem Ersten Weltkrieg und entsprechend zurückhaltendere Hosen tragen. Es geht also darum, diese Alltagsanmutung des Anzugs, die hier tatsächlich wiedergegeben ist, ein wenig in unsere Zeit zu transformieren. Das ist also das, worüber wir uns beim nächsten Mal Gedanken machen werden. Und natürlich, wie kommen Sie überhaupt schrittweise dorthin? Bis dahin, machen Sie es gut.